Was geht ab und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy Podcast für Montag, den 29. Juni 2020. Und ihr hört jetzt gerade mal kein Schlimmbecks Podcast Intro, weil ich bin on the road und krieg's jetzt irgendwie technisch nicht gebacken. Ich möchte einfach, dass der Podcast heute Abend noch on air geht und wenn ich dann nochmal abmische und nochmal Musik drauf und das dauert einfach immer ewig. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir. Heute kein Wuff, 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 One, Two, One, Two, sondern hier ist einfach Schlimmbecks Podcast. Ich hatte heute den ganzen Tag gedreht in Ostfriesland. Leute, es war so geil. Es hat so Spaß gemacht. Und deswegen, ich bin einfach nur dankbar und devot, dass ich so einen tollen Job machen darf. Dass ich in Ecken komme, wo ich noch nie vorher war. Ich war schon mal tatsächlich in Westerstede. Da bin ich auch, da hat Manuel Wolf hat einen Boing Comedy Club hier veranstaltet, in Bachmanns Musikcafé. Da bin ich dann mit dem Zug nach Bremen und dann nach Leer und von Leer nach Aurich und von Aurich nach Westerstede, glaube ich, irgendwie so. Und hier bin ich jetzt einfach mit der Bahn gestern hochgefahren. Auch sehr, sehr früh. Ich hatte so ein Flexpreis-Ticket. Bin ich sehr früh bei mir zu Hause losgefahren und dachte mir, ach komm, nimmst den nächsten Zug. Hab in meiner Bahn-App geguckt und hab dann gesehen, ah, ich kann den direkt eine Stunde später nehmen und dann muss ich in Bremen aussteigen. Bin auch in das richtige Zugteil gegangen, weil der in Hannover irgendwie geteilt wird oder so. Und dann in Hannover sagt dann plötzlich eine, junger Mann, Sie müssen aber schon, junger Mann, ne? Sie müssen, ich so, ich bin gestern 49 geworden. Nee, Sie müssen jetzt aber schon aussteigen. Wir haben es ganz schon oft durchgesagt. Und ich so, ja, ich hatte die Kopfhörer drin, aber ich bin ja in dem Teil, ich fahre weiter nach Bremen. Sagt sie, der fährt nicht nach Bremen. Sag ich, doch, der fährt doch nach Bremen. Dann habe ich dann tatsächlich als Datum, habe ich, glaube ich, September drin gehabt in meiner Bahn-App. Ich weiß nicht, warum ich Idiot 30. September in der Bahn-App als Datum eingestellt habe. Am 30. September ist dieser Zug offenbar, fährt dann auch bis Bremen, aber an diesem Tag, an diesem Sonntag, offenbar nicht. Und dann musste ich in Hannover aussteigen, hatte dann nochmal eine Stunde Aufenthalt, bis ich dann einen Zug nach Leer genommen habe, ja. Und in Leer bin ich dann in den Bus gestiegen und eine Stunde nach Aurich und dann zu Fuß zum Hotel. Aber ich mache es gerne, ich reise total gerne mit der Bahn und ich finde es so schön entschleunigend. Und ja, kam dann in Aurich im Hotel an und dann waren wir abends noch kurz was essen. Ich habe erstmal die PlayStation aufgebaut, ich bin ja auch so geil. Ne? Ich habe hier meine PlayStation mitgenommen, weil ich The Last of Us zocke. Ich habe auch übrigens von meiner Familie, von meinem Sohn, habe ich zu meinem Geburtstag richtig geile Gaming-Kopfhörer bekommen. Also die hat er halt ausgesucht und die anderen haben es dann zusammengelegt. Die hätte ich mir nie im Leben selber gekauft. Razer heißen die und da kann man so das Mikro so reinschieben und so. Es sind voll geil. Ich glaube, die sind auch ein neues Canceling. Ich habe keine Ahnung. Aber die sind mega geil. Und damit spiele ich The Last of Us und habe dann tatsächlich gestern Abend im Hotel hier noch ein bisschen gezockt. Und es ist so gruselig. Es ist ein richtig geiles Spiel. Aber heute Abend schaffe ich es wohl nicht mehr. Morgen früh müssen wir nämlich ganz früh raus. Morgen sind wir um 7:30 verabredet und fahren mit einem Krabbenkutter auf die Nordsee. Leute, wie geil, oder? Und deswegen liebe ich meinen Job, weil wir Sachen machen können, die du nie im Leben machen würdest. So wie ich schon mal für AXN Bungee jumpen musste. Und ich musste Fassaden laufen und ich musste Base flying. Das war sowas von krass und ich hätte nie im Leben Geld dafür ausgegeben. Aber dafür, dass der Fernsehsender mir Geld gegeben hat, dachte ich mir, nimm's doch mal mit. Sonst freiwillig würde ich es nicht machen. Und es war krass. Ey, dieses Bungee jumpen damals, die haben mir einen Helm aufgesetzt und auf dem Helm war eine GoPro-Kamera, die sollte dann mein Gesicht filmen. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen es mit Einditschen ins Wasser, ne? Dass die Haare nass werden. Und offenbar haben die hinter meinem Rücken gesagt, er soll ein bisschen mehr eintauchen. Und haben sie ein bisschen mehr Leine gegeben.
Und es war eh widerlich kalt an dem Tag. Ich glaube, das war irgendwie März oder so oder April. Und hat geregnet und arschkalt war es. Und wir mussten da in Hamburg an der Elbe so einen Kran hochklettern, wo der Jochen Schweizer da seine Bungee-Jumping-Ding da hat. Und bis du da erstmal oben warst im Wind und dann auch noch, da war das Schlimmste noch gar nicht erledigt, ne? Runterspringen. Und dann bin ich runtergesprungen. Und also es ist für mich jetzt nicht so schlimm. Also ich mache auch einen Hecht vom Zehner und so. Aber für manche Leute ist es bestimmt eine schlimme Überwindung. Aber die Arschlöcher haben gesagt, lass ihn ein bisschen weiter einditschen. Na, vielleicht den ganzen Kopf oder vielleicht, hey, lass ihn bis zu den Schultern. Und haben mir halt einfach zu viel Luft gegeben. Und dann bin ich bis zu den Fußgelenken eingetaucht. Meine Schuhe waren trocken. Die sind dann nass geworden, als sie mich dann runtergelassen haben und dann aufrecht hingestellt haben. Dann ist alles in die Schuhe gelaufen. Und das Schlimme war aber, dadurch, dass die mehr Leine gegeben haben und ich tiefer eingetaucht bin, war auch der Aufprall auf der Wasseroberfläche härter. Und die GoPro ist quasi abgeknickt und hat mir direkt hier auf die Nase geschlagen. Oh, die war ja schon vorher gebrochen, die ist dann auch nicht gebrochen, aber es war einfach fucking unangenehm, ins Wasser aufzuprallen und völlig aus dem Nichts plötzlich so einen harten Schlag auf die Nase zu bekommen. Einfach unangenehm. Ich wäre lieber einfach ohne Helm und ohne so eine scheiß GoPro da ins Wasser gesprungen, dann wären halt die Haare nass, aber mit so einem Helm dann auch verrutscht und dann auch, war einfach Kacke. Aber ich habe es gemacht. Das heißt, ich kann sagen, ich bin mal Bungee gesprungen. Und morgen kann ich sagen, ich bin mal Krabbenkutter gefahren. Und heute kann ich sagen, ich habe jetzt das Ostfriesen-Abitur. Das offizielle Ostfriesen-Abitur, das nur von der Stadt Wittmund vergeben wird. Stadt Wittmund im Landkreis Wittmund vom Vorsitzenden, ja, ne? Also der Bürgermeister hat unterschrieben. Dann einer hieß, wie hieß der? Kopmann, genau. Das ist Platz für Kaufmann. Dann, ja, ist egal, wie, ist egal, ne? Aber es war super geil. Da musste ich verschiedene Sachen machen. Ich musste boseln, Straßenboseln, und zwar weit boseln. Kennt jemand Boseln? Das ist die ostfriesische Nationalsportart. Das ist, jeder tut da boseln, abends in ihrer Freizeit, in Teams gegeneinander. Die tun boseln und dann kommt erstmal lange nichts und dann kommt vielleicht Fußball oder sowas. Der Nationalsport in Ostfriesland ist Boseln. Wie krass, oder? Was ist Boseln, fragt ihr euch? Man nimmt eine Kugel, es war früher eine schwere Holzkugel, heute sind das Kunststoffkugeln, die haben ein gewisses Gewicht. Es gibt auch welche, ich glaube, im Leistungsboseln, ne, auf Kreis- und Landesebene, boselt man mit einer schweren Gummikugel, die springt dann auch dementsprechend. Und das ist wie, als würdest du einen Kegelwurf machen, aber so weit du kannst. Und du musst es über eine gewisse Strecke, zum Beispiel von Dorf A nach Dorf B, glaube ich, so macht man das so im Freizeitboseln, was immer auch mit Schluck Alkohol zu tun hat. Saufen und Boseln ist offenbar das, was der Ostfriese macht, wenn er irgendwie einen lustigen Anlass hat. Dann rollst du diese Kugel von einem Ort zum nächsten. Die Straßen entlang, die sind da teilweise auch schnurgerade und es wird gezählt, wer braucht weniger Würfe, um quasi die Strecke hinter sich zu bringen. So ein bisschen wie beim Golf. Weiß nicht, ist dann irgendwie eine Art Par 15 zwischen der einen Gemeinde und der anderen. Aber es war echt geil. Anstrengend natürlich, auch so eine schwere Kugel zu werfen mit so einem Kehlwurf. Wo ich aber gemerkt habe, ich habe gemerkt, Technik ist wichtiger als Kraft. In dem Fall. Am Anfang habe ich voll hart, dann konnte ich gar nicht so richtig zielen. Wahrscheinlich wie beim Kegeln und beim Bowling ist ja genauso. Und also Boseln habe ich gemacht. Da habe ich sogar 10 Punkte bekommen. Ich habe die weiteste Strecke geschafft, die dort auf dieser Testboselbahn angeboten wurde. Bessensmieten. Was könnte Bessensmieten sein? Bessen ist ein Besen und Smieten ist Schmeißen. Das ist hier alles in Platt, ne? Da war ich auch gut. Da musste ich mit 3 Würfen muss man
Das Ende von einem Reisigbesen, als abgenutzte Ende vom Reisigbesen, muss man in einen symbolischen Ofen reinwerfen. Weil die Ostfriesen haben quasi ihren Hof sauber gemacht früher. Und wenn man dann fertig war mit allem Zusammenkehren mit dem Reisigbesen, dann hat man dann quasi das Ende, was so ein bisschen abgenutzt und abgewetzt war, hat man dann verbrannt. Aber man hat dann quasi gesagt, dann machen wir jetzt eine Art Werfwettbewerb. Und die, die verloren haben, auf dessen Hof hat man dann quasi alle ins Feuer geworfen und dann gemeinsam gesoffen. Also ihr seht, Alkohol und Sachen werfen. Patstock springen. Patstock springen. Keine Ahnung, wie man das sagt, mit dem Spitzenstein. Da muss man so eine Art Stab, hochsprungmäßig, muss man über ein Wasser drüber springen. Habe ich auch ganz gut hinbekommen. Alternatives Balkenlaufen habe ich nicht gemacht. Melken, ja, melken musste ich. War gar nicht so einfach. Löffeltrunk habe ich nicht gemacht. Ostfrieslandkunde, keine Ahnung. Krabbenpulen haben wir auch nicht gemacht. Mündliche Plattdeutschprüfung. Ich kannte überhaupt kein Plattdeutsch. Ne? Mein Opa konnte Plattdeutsch. Das einzige Plattdeutsch, was ich kannte, ist dat Backhus. Ich weiß gar nicht, ob das Plattdeutsch ist. Oder Lütdern. Ne? Plattdeutsch ist krass. Das ist so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, da ist ein paar so Wörter drin, die so ein bisschen so englisch sind. Oder auch so holländisch oder niederländisch und deutsch gemischt. Ich meine, Lütt für die Kleine, die Lütte, ne? Da ist so bestimmt Little drin, oder? Naja, auf jeden Fall hat Florian Simbeck das Original-Ostfriesen-Abitur mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen. Und jetzt kommt ihr. Da sagt ihr nichts mehr, oder? Wer macht denn sonst ein Ostfriesen-Abitur? Was war da noch dabei? Ein Ostfriesen-Abitur-Autoaufkleber, wo drauf steht, ich habe das Ostfriesen-Abitur Wittmund. Und es gibt es wirklich nur echt in der Stadt Wittmund. Alles andere ist nur Ostfriesen-Quali oder Ostfriesen-Mittlere Reife. Und da ist ein Ostfriese drauf auf diesem Aufkleber, auf diesem Autoaufkleber, der sich selber auf eine Schippe nimmt. Wie lustig ist das, oder? Also es hat Spaß gemacht. Ostfriesen-Abo, Abi, yay, I got it. Und das ganze Ding hat mit mir ein Typ gemacht. So ein geiler Kerl. Viele Leute kennen den wahrscheinlich, ich kannte ihn nicht. Eine Instagram-Celebrity aus Ostfriesland. Entschuldigung. Der Dude ist das, was in Bayern der Attenfahrer ist. Kennt ihr den Attenfahrer, der fährt Radlader oder ich habe keine Ahnung, was ein Atten ist. Ein landwirtschaftliches Gefährt auf jeden Fall. Der hat immer so einen Husqvarna-Hosenträger an. Und der Attenfahrer hat quasi sein ostfriesisches Pendant und der heißt der Schwattenfräsejung. Der heißt eigentlich Keno Theiss, glaube ich. Genau. Und der ist Schwarzer, kommt eigentlich aus, was heißt, kommt eigentlich, ich hasse es, tut mir leid. Aber er hat wohl nigerianische Ur-Ur-Ur-Wurzeln, aber ist eben in Ostfriesland aufgewachsen und geboren. Aber dadurch hat er eben sein Alleinstellungsmerkmal. Und er wurde bekannt, weil er mal ein Facebook-Video aufgenommen hat, wo er mit seinem, weiß nicht, Radlader oder weiß nicht, was er gefahren ist, Trecker, liegen geblieben ist oder stecken geblieben ist, weil es war im Sommer 2017 ein sehr nasser Sommer und er ist mit seinem landwirtschaftlichen Fahrzeug stecken geblieben und hat dann niemanden erreicht und hat dann angefangen, einfach eine Instagram-Story zu machen oder ein Facebook-Video. Und es wurde schlagartig über 100.000 Mal geklickt innerhalb von ganz kurzer Zeit und 3 Wochen später war er schon in der NDR-Talkshow bei Barbara Schöneberger und hat jetzt irgendwie 100.000 Instagram-Fans. Und ich hoffe, dass er ein paar zu mir rüberschickt, weil der mega berühmte Stefan von Erkan und Stefan hat einfach nur 4.000 Instagram-Fans. Aber scheißegal. Aber darauf kommt es ja nicht an. Es kommt ja auf die Qualität an. Ich weiß, ihr seid nicht viele, die diesen Podcast hören. Aber ihr seid die, die mir wichtig sind. Warum soll ich 100.000 Leute da haben, oder? Nee, aber richtig geiler Typ, abgesehen jetzt von den blanken Zahlen. Super lustiger friesischer Jung. Und es hat sich sofort bewahrheitet, wie geil die Friesen drauf sind. Weil
Er ist mit seiner Harley gefahren, ich mit meinem Volvo PV 544 Buckel Volvo aus den 60er Jahren, den die mir hier hingestellt haben, mit dem soll ich fahren, laut Produktionsfirma. Mit dem bin ich liegen geblieben. Ja, wir haben Mittagspause gemacht, danach ist das Ding nicht mehr gestartet. Es kam kein Strom, es kam kein Licht ging an. Normalerweise macht die Zündung immer noch klack, 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 wenn irgendwas ist. Ein Lämpchen glimmt so leise vor sich hin und geht dann aus. Ich dachte, wir haben geguckt, die Batterie war voll. Das Auto hat übrigens auch etwas, was ich noch nie im Leben vorher gehört habe, nämlich ein NATO-Knochen. Wer weiß, was ein NATO-Knochen ist? Das ist so ein Unterbrecherschalter, den man rausnehmen kann. Und zwar von der Zündung zum Batteriestrom. Da ist einfach ein Unterbrecher drin. Und es ist so ein kleiner L-förmiger Knochen eben, so sieht es aus Metall. Den steckt man in so eine Vorrichtung rein und dreht ihn einmal um. Und dann rutscht er ein bisschen tiefer und schließt quasi einen Stromkreis. Und wenn man diesen NATO-Knochen nicht hat, dann kann das Auto auch nicht starten und es ist die beste Diebstahlsicherung. Außer jemand anders hat auch einen NATO-Knochen. Ne? Und irgendwie ist es einfach wahrscheinlich für Militärfahrzeuge. Also das ist der Spitzname, den gibt es bei der Bundeswehr. Genau, da kommt der Spitzname her. Genau. Und an dem lag es aber auch nicht. Der war drin. Und dann haben die, und dann kam noch ein Ostfriese und noch ein Ostfriese und irgendwann standen da so sieben Mann um das Auto rum und jeder so, hast du auch den Knochen drin? Und ich so, was weg? Woher kennt ihr das alles? Dieses Gefühl, wenn du denkst, ich habe gerade eine Sache gelernt und ich habe ganz spezielles Sonderwissen. Und die wussten es alle. Jeder hat gesagt, aber den Knochen hast du schon drin, oder? Sehr geil. Ja, der Knochen war drin. Was war es am Ende? Wir haben es nicht rausgefunden. Es war einfach. Kino meinte, es ist ein Masseproblem. Nämlich von der Lichtmaschine zum der Stromkreis war nicht geschlossen. Der ließ sich nicht schließen. Es war einfach ging ins Leere. Von der Lichtmaschine zum Minuspol von der Batterie war keine Verbindung mehr. Es war irgendwie keine Verbindung mit der Masse. Das kann auch nur die Karosserie sein, aber an irgendeiner Stelle hat es einfach war keine Verbindung da. Und hatte ich Gott sei Dank ein Fremdstartkabel im Kofferraum. Und wir haben, das ist ja immer so ein Doppelkabel, und wir haben eins genommen und haben damit den Minuspol der Batterie mit dem anderen Pol der Lichtmaschine verbunden. Und dann ging es wieder. Dann ging es wieder. Gut, dass Keno auch gerade in der Massephase war, weil er konnte mir dann sagen, was das Masseproblem ist. Ja, der Witz geht nicht auf. Aber wir haben die Karre wieder zum Laufen gebracht. Vielen Dank an alle Ostfriesen, die da waren. Und so geil, dass so viele Leute auch den Keno kannten, weil die haben ihn einfach gesehen und haben gesagt, hey Keno, was machst du hier? Und dann hat er gesagt, ja, wir haben ein Problem, du kennst dich aus mit Autos. Und dann haben wir es irgendwann hinbekommen. Und das Auto fuhr und dann konnte ich ihm auch mein Friesenabitur ablegen. Und ja, alles nice. Richtig geil. Und was mache ich die nächsten Tage noch? Ich werde Schlick rutschen, auf jeden Fall. Das ist geplant. Okay, Krabbenkutter. Wir hatten eigentlich geplant, mit dem Krabbenkutter so eine richtig volle Fahrt mitzumachen. Aber das hätte man dann nicht mehr geschafft am nächsten Tag nach Borkum. Also ihr seht, wir haben hier einiges vor. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Hier ist es schön. Für jemanden, der aus Bayern kommt, ist es extrem anders. Es ist so, wie soll ich es erklären? Wenn ein Videospiel sehr schlampig ausgestattet ist mit Animation. Stell dir vor, du fährst auf so einer Map von GTA und überall steht das gleiche rote Haus und überall stehen die gleichen hohen Bäume und die Straßen gehen alle nur geradeaus. Es sieht alles fucking gleich aus. Du hast nirgendwo einen Orientierungspunkt. Das ist wirklich wie ein faul animiertes billiges Videospiel. So fährst du durch Ostfriesland. Du hast keine Ahnung. War ich hier schon? Wir sind zum ersten Treffpunkt gefahren, wo wir den Keno abgeholt haben. Vom Keno sind wir dann nach irgend so ein Kaff gefahren. Sorry. Wo eben dann auch das Auto stehen geblieben ist. Hook. Irgendwas mit Hook. Hook.
Hookline, ja, keine Ahnung. Hookline, Quatsch. Auf jeden Fall Hook, genau. Und ich wusste nicht, bin ich jetzt die Strecke wieder zurückgefahren, die ich dahin gefahren bin, oder sind wir jetzt Richtung Westen oder Richtung Osten, weil es alles gleich aussieht. Es ist völlig crazy. Und dann wusste ich auch nicht, ja, wie lange fahren wir jetzt dann von hier nach Wittmund? Und dann, okay, da fahren wir wieder 15 Minuten, aber du hast dann keine Ahnung, bin ich jetzt eigentlich eine Stunde in die Richtung gefahren, dann nochmal 20 Minuten in die gleiche Richtung weiter und nochmal 15 Minuten bis Wittmund und fahre ich jetzt 2 Stunden zurück? Ja, am Ende bin ich dann nur 20 Minuten zurückgefahren. Offenbar haben wir so eine Art Kreis gefahren, aber du hattest nicht die Orientierung, weil alles fucking gleich aussieht. Und überall fährst du eigentlich nur 70 oder 50 oder 70. Zwischendrin kannst du auch mal 80 fahren, aber die Leute sind hier so gechillt. Die sind sowas von entspannt und nett und ja klar, wieso soll man es da auch eilig haben? Du kommst ja eh nicht vorwärts, weil es alles gleich aussieht, ne? Ja, jedenfalls, du kommst nicht gefühlt vorwärts. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Du merkst ja nicht, dass du irgendwie Strecke machst, weil sich die. Du näherst dich ja nicht irgendwelchen Bergen oder es kommen nicht irgendwelche Sehenswürdigkeiten an dir vorbei oder so. Die Landschaft verändert sich einfach fucking null und das nächste Dorf sieht genauso aus, weil da genau die gleichen Häuser stehen und jedes Haus ist ein rotes Backsteinhaus und hat die gleichen Decken. Hier und wieder ist mal vielleicht eins mit Reet gedeckt oder so. Also ist schon komisch. Also wirklich wie so eine cheape Videospiel-Map. Ich weiß jedenfalls, gleich hören die bestimmt nicht gerne, aber so kam es mir vor. Und ja, aber nette Leute. Das reicht ja eigentlich auch. Und genauso fühlen die sich wahrscheinlich auch, wenn die nach Bayern kommen. Die sagen, hey, wie scheiße, wie sieht denn hier alles aus? Hier geht es überall nur bergauf und bergab und die Häuser sehen alle gleich aus und ich fühle mich da überhaupt nicht. Es ist alles so anders. Wo sind die roten Häuser, die für mich Heimat bedeuten? Also schon cool. Mir gefällt es. Ich werde noch 4 Tage hier bleiben und dann geht's zurück in die Heimat. Und am 7., genau richtig, am 7. drehen wir, am 7. Juli drehen wir für Pizza Bob. Am 15., am 11. Juli ist unser Auftritt in Augsburg beim Messeflimmern. Und am 15. Juli ist auch nochmal was ganz was Besonderes. Irgendeinen speziellen Job habe ich da aufgenommen. Geht mal auf meine Webseite. Geht mal auf floriansimbeck.de/ Floriansimbeck.de/Termine. Genau. Ich kann jetzt aber auch hier mal auf meinen Kalender gucken, weil ich möchte euch natürlich die Termine, die wichtig sind, mitteilen, damit ihr dann auch vielleicht dahin kommen könnt, oder? Das ist doch das Wichtigste, dass ihr wisst, wo kann man mal den Simbonator live treffen. Vielleicht habt ihr ja Freikarten bekommen von mir, weil ihr mich supportet auf Steady oder Patreon. Also, 15. Juli. Genau, am 14. Juli drehe ich für diese Serie. So sieht's aus. Genau, 14. Juli drehe ich für diese Sat.1, nee, ZDF-Serie. Genau, das war's. Aber irgendwas anderes. Ich habe noch einen anderen Auftritt reinbekommen. Ein Solo-Auftritt ja, sag mal, die Nadine hat mir noch eine WhatsApp geschrieben. Solo-Auftritt. Ich mache jetzt mal meine WhatsApp-Computer-App auf, weil ins Handy komme ich ja nicht rein, weil das Handy ja gerade hier filmt. Jetzt muss ich aber trotzdem das Internet einschalten, damit wir im gleichen Netzwerk sind. Genau, am 15. August spiele ich in Tübingen beim Open Air spiele ich mein Solo-Programm Ehrenpapa. Also, wer in der Nähe von Tübingen ist oder Bock hat, dahin zu fahren, kommt vorbei. Ich freue mich auf euch. Und jetzt bedanke ich mich bei allen meinen Schlimmpresarios, die mich immer supporten. Nämlich, wir fangen an bei Leon Borg. Vielen Dank, Leon Borg. Hier kommt deine Fanfare. Denkst du dir? Florian Höfle, Dom Thuli, Katrina Messinger und Luna Schattenwolf. Vielen Dank an euch, meine lieben Schlimmpresarios. Was täte ich ohne euch? Und jetzt kommen alle meine Schlimmbäckchen. Dankeschön. Jasmin Goes Creative, Marco Welz, CJ Kiefer, Michael Buchner, Martin Baumann, Fabian Pohlmann, Julian Brückmann, Henry Kuhnke, Merchhelden.com, Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit,
Marco Zehet Power, genau, der Kino hieß auch Veit mit Nachnamen, richtig. Marco Zehet Power, Tom Peter im Auftrag zur Neugierde, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, Rebecca Schmelzer, Marlene Bürgers, Deine Ingolstadt, Ben Schlimbeck, Alex van Laak, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer. Genau, Leute, supportet bitte meinen Podcast auf Steady und Patreon. Wir hören uns am Mittwoch wieder, wenn ich euch erzählen werde, wie war es auf dem Krabbenkutter. Und genau, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr bleibt gesund und munter und wir hören uns dann wieder. Ciao.